Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute mit einem Video über die Zertifikate zu Lagiol Taschenmesser. Also, bis gleich. Der Name Lagiol ist für den Bereich Taschenmesser leider nicht geschützt und somit kann im Prinzip jeder Lagiol Taschenmesser herstellen. Wir sprechen daher auch mehr von der Form Lagiol als von einem echten Produkt Lagiol. Das heißt, heute kommen ungefähr 80 bis 90% der Lagiol Taschenmesser aus China, aus Fernost, also das kann auch durchaus Pakistan, Indien, auch natürlich mittlerweile aus Afrika. Und deswegen ist der Wunsch nach einem Echtzeitzertifikat oder ein Merkmal, eine Kennzeichnung, dass das Taschenmesser tatsächlich aus Frankreich ist, umso größer. Da haben sich vor einiger Zeit einige Schmieden zum Beispiel zusammengetan und ein LOG-Kennzeichen gemacht. Das wird auch auf der Klinge immer wieder mal geprägt. Die Idee dahinter war ja, dass man verbindliche Maßstäbe, Merkmale macht, wann ein Taschenmesser, ein Lagiol-Taschenmesser, Lagiol genannt werden sollte oder kennzeichnen, dass es wirklich aus Lagiol ist. Das Problem war ja, dass eine Schmiede eben halt diese Maßstäbe vorgeben wollte, wo immer wieder Schwierigkeiten gab mit den anderen, die natürlich an den Maßstäben diese eine Schmiede nicht halten wollen. Dann haben wir natürlich auch das Problem, dass dieses LOG-Kennzeichen mehr für Firmen oder für Schmieden um Lagiol herum gültig war. Schmieden zum Beispiel aus Thiers, das ist die Schmiedestadt, die Messermacherstadt überhaupt in Frankreich, dass die Taschenmesser, die dort, die Lagiol-Taschenmesser, die dort hergestellt wurden, dieses Zeichen nicht bekommen haben. Das ist so ein bisschen schwierig, also das würde ich nicht unbedingt immer als Zeichen von Echtheit sehen, sondern eher als Zeichen von einigen Schmieden, die eben sich darauf geeinigt haben, dieses LOG-Zeichen auf die Klinge anzubringen. Also das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass diese Messer, die ein LOG-Zeichen haben, auf jeden Fall aus Frankreich kommen, aus der Region Lagiol. Aber ich würde die anderen Taschenmesser, die kein LOG-Zeichen haben, nicht jetzt notwendigerweise als Made in außerhalb Frankreich ansehen. Es gibt andere Schmieden, die sind kleiner, wie zum Beispiel Lagiol Dubarry oder Le Fidèle. Die stellen auch Lagiol-Taschenmesser her, aber die haben dieses Zeichen nicht und auch kein Echtheitszertifikat. Die sind einfach zu klein, um solche Zertifikate herauszubringen. Und auch wenn du es gerne haben möchtest, die haben wirklich nichts. Die haben das Taschenmesser und ein entsprechendes Etui teilweise oder eine Verpackung dabei, aber kein Zertifikat. Und da haben wir schon seit vielen Jahren Gedanken dazu gemacht und wir haben ein Zertifikat, ein Echtheitszertifikat herausgebracht mit dem Namen AIPCL-Zertifikat. Und wir haben mit den ganzen Schmieden gesprochen und diese Schmieden waren damit einverstanden, dass wir dieses Zertifikat herausbringen. Die wissen darüber Bescheid und das ist, würde ich sagen, gebietsübergreifend ein Zertifikat, dass dieses Taschenmesser nicht Made in Lagiol, sondern Made in France ist. Das heißt, alle Taschenmesser, die wir bei Original Lagiol.de verkaufen, Lagiol-Taschenmesser, sind Made in France und haben auch dieses Zertifikat. Und dieses Zertifikat ist, wie ich schon sagte, entstanden in Zusammenarbeit mit allen Schmieden, die dabei entsprechend eingeblendet werden. Hier hinter mir seht ihr auch dieses Zertifikat, wie das aussieht. Und alle Kunden, die bei uns ein Taschenmesser bekommen oder beziehungsweise kaufen, bekommen per E-Mail einen Code. Und mit diesem Code können die sich selbst über die Seite aipcl.com ein solches Zertifikat ausdrucken, welches bestätigt, dass das gekaufte Taschenmesser Made in France ist. Und damit gewährleisten wir, dass die Taschenmesser, die bei uns gekauft werden oder die wir im Programm haben, wirklich Made in France sind. Also Lagiol und Thiers Messer. Da achten wir ganz besonders drauf. Wir besuchen auch diese Schmieden. Wir prüfen auch, dass die Taschenmesser auch tatsächlich dort hergestellt werden.
und prüfen auch immer, wenn wir die bekommen, auch die Qualität. Wir können auch unterscheiden, ob ein Taschenmesser made in France oder made in China oder Pakistan ist. Und das prüfen wir wirklich fortlaufend. Und wenn eine dieser Schmieden oder Manufakturen Taschenmesser im Programm aufnehmen, die nicht made in France sind, die würden wir entsprechend auch komplett aus unserem Sortiment herausnehmen. Das heißt also, du kannst dich als Verbraucher auf jeden Fall verlassen, dass die Taschenmesser, die du, die Lagiol-Taschenmesser, die du bei uns in unserem Shop originallagiol.de kaufst, auch wirklich made in France sind, und dafür geben wir dieses Zertifikat heraus. Ja, das hat mir eine Freude gemacht, dieses Video für dich zu drehen, und ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen verstanden hast, wofür dieses Zertifikat ist und dass nicht alle Schmieden solche Zertifikate herausgeben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, und sagen wir mal bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.